Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum hier zwei leere Flaschen Wein stehen. Ja, das liegt daran, ich hatte gestern Jenny als Gast bei mir im Studio. Ja, und wir haben gestern Abend im Video zwei Flaschen Wein getrunken. Und deshalb sind auch viele Sachen schief gelaufen. Also die Kamera wollte nicht so, wie wir wollten. Irgendwelche Videoausschnitte sind auf einmal verschwunden, wie auch immer. Und ja, wir haben nämlich zusammen eine DVD-Überraschungsbox, die ich bei eBay ersteigert habe, geöffnet und durchgeschaut, ja, was für DVDs da drin sind. Und da waren einige Highlights bei, auch manche Filme. Aber das Video ist ziemlich lustig geworden. Leider fehlt uns ja die Einleitung vom Video. Die ist irgendwie weg. Wir finden sie auch nicht wieder. Keine Ahnung, wo die geblieben ist. Also das bedeutet, dass das Video gleich mittendrin anfängt. Also gleich nicht wundern, aber es ist ziemlich lustig geworden und trotzdem ist noch einiges da, Gott sei Dank. Ihr müsst auch bis zum Schluss dranbleiben, denn zwischendurch im Video sage ich was und am Ende des Videos wird es erfüllt nochmal. Ja, also bitte nicht vorspulen, guckt euch das Video einmal komplett an. Nehmt euch vielleicht eventuell auch eine Flasche Wein dabei, denn dann kann man es besser ertragen. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei und ich würde sagen, viel Spaß mit das Video mit Jenny und mir. Okay, sag mal. Ja, ein Zeichen der Libelle mit Kevin Costner. Wahrscheinlich ein sehr schöner Film, den ich nicht geschaut habe. und ich muss mal, ich sehe sowas ja auf Anhieb. Dieses Cover, das sehe ich sofort, ist einfach ein kopiertes Blatt. Das sehe ich als... Das habe ich auch gesehen. Das hast du auch sofort gesehen? Ohne. Ja, du bist ja nicht blind. Nein. Du hast ja eine schöne Brille heute auch. Sollen wir mal wieder anstoßen erst? Ja. Ich zeige mir Libelle. Ja, ist, weiß ich nicht. wenn ihr den Film, wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt es in den Kommentaren rein. Ich kann darüber nichts sagen. Mystery Thriller. Ein Mystery. Magst du Mystery Thriller? Richtig. Geht das dann auch mit dem Wein? Ist das so okay? Ist okay. Ja? Cracker auch super. Cracker auch gut. Oh. Männer haben doch was drauf. Was ist jetzt? Was kommt denn jetzt? Nix. Twisted der erste Verdacht. Twisted der erste Verdacht. Warum musstest du da lachen? Nee, ich war woanders. Du hast gesagt, Männer haben. Alles gut. Du warst viel weiter. Okay. Was hast du denn gedacht, wo ich dich eingeladen habe? Der erste Verdacht? Nein. Ich war mir tatsächlich bei meinem Oberteil ja unschlüssig, was ich heute anziehen soll. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, was du angezogen hast. Da hat sich was angezogen. Ich fand es sehr angenehm, dass du überhaupt was angezogen hast, aber jetzt komme ich noch mehr ans Schwitzen, Entschuldigung. ja, es sieht sehr gut aus. Kannst du dich auch mal hinstellen, kannst du auch mal zeigen, was du anhast. Die hat so kurze Hosen, hat sie noch nie gesehen. Komm, zeig halt mal deine Hotpants. Nein! Wollt ihr die Hotpants sehen? Ich geb ihr gleich noch mal ein Glas Wein, dann... Die ist nicht mal kurz. Alter. Also noch kürzer wäre es ein Tanga. Oh mein Gott. Okay. Okay. Oh, komm. Keanu Reeves, oder? Das ist doch ein... Hä? Keanu Reeves, ja. Ja. Ist doch ein... Oder? Ja, als Frau? Ja. Ja. Konstantin. Nicht ganz mein Typ, aber... Ja. Ja. Nicht dein Typ? Okay. Ja, Konstantin, ist ein Film, ja. Ja. Davon soll es auch eine Fortsetzung geben. Die Gerüchte sind schon seit langem unterwegs und der Film war, glaube ich, gar nicht so erfolgreich, aber in Insider-Dinger ist ja doch sehr kultig geworden, der Film. Und sollte auf jeden Fall eine Fortsetzung kommen, auch mit Keanu Reeves. Mal gucken. Der Film ist gut, ja. Aber auch verdammt alt schon. Von 2005. Ja, verdammt alt. Da war ich noch nicht grau. Kein Raum. Ja, ein bisschen. Ja, ich habe keinen Raum. Gut. Okay, weiter geht's. Fantasy Midnight. Ja,
Da sind fünf, das ist egal, da sind fünf Filme okay. drauf, das sind, da ist ihnen Shit drauf. Da sind so B-Movies drauf, so wenn die nicht erfolgreich sind und wir müssen was auf DVD bringen, was Geld bringen, dann packen die irgendwelchen Müll da drauf und das sind diese Dinger. Wenn ihr die irgendwo seht, kauft die nicht, da ist nur Müll drauf. Das ist wie die Trash ohne Ende drauf, das geht gar nicht. Suchst du eigentlich die Filme da raus, die du, eigentlich musst du blind da rein, aber such die Filme raus, such dir die Filme raus, ja, mach mal, mach. Du bist heute Gast und du darfst alles machen. Du hast heute auch. Oh, guck ja. mal, ich glaube, das könnte mir vielleicht was sagen. Das ist. Oh ne, doch nicht. Aber okay. Hätte mich jetzt gewundert, wenn dieser Film. Ich habe nur das. Pass auf, ich habe nur dieses Gesicht gesehen und habe gedacht, hier, wie heißt das? James Bond. James Bond? Ja, es ist James Bond. Also ja. Der Schauspieler, es ist. Daniel Craig. Ja. Wusstest du eigentlich, dass Daniel Craig damals mit Heike Makatsch zusammen war? Natürlich nein. Nein, aber du weißt, wer Heike Makatsch ist. Natürlich. Ich kann mir keine Namen nennen. Okay, Heike Makatsch ist eine deutsche Schauspielerin, der war mit der Deutschen zusammen. Egal. Ja, das ist auch ein sehr langer Film, glaube ich. Ich glaube, der ging verdammt lange. Der ging... Nee, doch nicht so lange. Nein, verdammt lange! 101 Minuten, ey. Ich glaube, der hat sehr gute Kritiken, richtig sehr toller Film. Magst du Daniel Craig? Findest du den... Einen attraktiven Mann. Der ist jetzt nicht hässlich, ne? Unter dem nee. Kleid kann man sich angucken. Ja. Aber ich stehe Bart. Ach so. Oh. Ja, ich habe nicht viel Bart. Ich habe ein bisschen gestutzt, weil es wurde zu viel. Ja, dann bin ich angefangen und habe das leider auch zu wenig Millimeter gemacht und auf einmal war er weg. Ja, ja dann kann er wieder wachsen. Jetzt kann er wieder wachsen. Okay, The Deal. Ja, The Deal. Ja, mit Christian Slater machen wir weiter. Können wir nichts okay. zu sagen? Können wir nichts zu sagen? Selma Blair, oh Selma Blair, das ist die, kennst du Eiskalte Engel? Au, habe ich aber ewig her. Wo die beiden, Michelle Keller und Selma Blair zusammen küssen, wo die den Zungenschlag üben. Ja. Legendäre Szene. Ja, kenne ich, ist aber geil. Ich wollte einfach nur mal, du stehst ja wohl auf Mädchen. Also Entschuldigung. Night of the Living Dead. Oh, ich glaube, den habe ich gesehen. Du guckst Schwarz-Weiß-Filme? Der habe ich irgendwann mal aus Versehen reingeguckt, bestimmt. Okay. Das sagt mir was. Ja. Ja, ist so der Anfang der Zombie-Filme. Das ist so, George R. Romero hat damals die... Ja, und der hat damals die Zombie-Filme so legendär gemacht. Der hat die Anfänge gemacht. Er hat nicht die Zombies neu erfunden, nein, aber seine Filme wurden so berühmt, dass da die Zombies richtig in Gang kamen, die Filme. Habe ich reingeguckt. Ja. Das ist, ja. Ich pack mal einen Willen rein. Ja, Blick. Ellie. Hallo, Schwester. Nemesis Game. Ja. Ian McShane kennt man. Kennst du wahrscheinlich nicht. Ian McShane ist der hier aus, genau, aus John Wick. Ja. Was vertue ich mir jetzt da? Ich habe keine Ahnung. Doch, ich glaube, Ian McShane. Ich muss den kurz gucken. Ich kenne den Film nicht. Müsste der sein, Ian McShane müsste der sein aus John Wick, ja. In Blind? Okay. Was? Ja, mach mal in Blind. Ja, ja. Ja, mal. Jetzt muss ich mir mal ein bisschen Wein eingießen. Aber. Ja, oh, ich bin untergekommen. Okay. Connery Snipes. Ach so, Connery Snipes, den Schauspieler gibt's nicht. Connery Snipes, den Schauspieler gibt's nicht. Oh, warte, das stimmt. Okay. Nein, wir schneiden das nicht raus. Also, der neue Schauspieler Connery Snipes, grandioser Schauspieler. Ich glaube, die sollten zusammen einfach mal egal, sollte man zusammen, also guter Schauspieler, sollte man Oscar bekommen. Ja. Okay. Scheiße, guck sowas. Die Wiege der Sonne. Aber du weißt, wer gemeint ist. Sean Connery und Leslie. Ja, ich hab nur oben gelesen und dachte so, oh, das passt nicht. Ja, aber das war jetzt gut. Ich glaube, das schreibe ich unten rein. Ich hab's. Nein. Okay. Connery ist nice. Burn After Reading. Burn After Reading. Guck mal, wer da alle mitspielt. Oh. Oh, ja, jetzt. Spielt's aber anders in Höschen, ne? Nee. Nee.
kein Brad Pitt Fan? Doch. George Clooney? Ja, auch. Aber guck mal, die sind ja viel zu jung. Ja, nee, der ist extra so da gemacht, also auf so jung, so. Ja. Das ist George Clooney, ja, mit Bart, ne? So steht dir, ne? Ja, okay. George Clooney ist toll. Okay. Und grau. Und grau, ja, ist ja mittlerweile ja auch. Bist du George Clooney Fan? George Clooney. Der macht eigentlich scheiß Filme. Ah, den kann ich nicht angucken. Ja, ja, toll, aber wenn die Filme doch scheiße sind, dann nützt doch auch jetzt. Ich gucke gerne Sandra Bullock Filme. Ja, die sind meistens auch nicht immer alle gut, aber ist immer schön, die dann anzugucken, 90 Minuten lang. Lohnt sich, das stimmt. Ja, okay, bin bei dir. Oh. Ich hab gerade Mund voll. Okay. Hör ich oft. Okay. Tom Cruise. Seiner besten Filme. Einer seiner besten Filme. Ist er? Ja. Habe ich nicht gesehen. Ja, ja. Er spielt da so einen Kopfgeldjäger und geht dann so ein Taxi rein und er muss den chauffieren, also chauffieren, ja, ist das dann so, ne? Mhm. Und er bringt da alle Männer, die Leute um und er ist der normale Taxifahrer. Was machst du da? Was machst du da? Und das ist ein richtig geiler Film, Tom Cruise. Das ist. Muss ich mir da merken. Den muss ich echt angucken. Der hat auch graue Haare, da, Tom Cruise. Also, ne, also das ist, könnte was für dich sein. Mhm. Warte, ich glaube, wir machen. Wir trinken Wein. Wir stoßen erstmal an, genau. Geht's denn? Mhm. Okay, wir haben eine kleine. Es gab einen Cut, weil wir mussten ich musste Raucherpause machen. Achso, jetzt habe ich verraten, dass ich rauche. Egal, ich rauche. Yes. Ja. Darf ich dir noch was anbieten? Das will ich so gerne. Russisches Kringelgebäck. Kringel, super. Süß, klebt oder? So super an den Zähnen. Ja, immer so. Na, du, Mann, wenn ich das esse, ich habe das immer zwischen den Zähnen, der ganze Weg. Ja, aber ach, nee, hast du nicht. Nein, das sieht toll aus. Nein, du hast nichts. Nein, du hast nichts. Okay, aber das ist alle am Backenzahn. Ja, am Backenzahn, das sieht da keiner. Das sieht da keiner. Ja, nehmen die selber, ich kann da jetzt nicht mit meinen Pfoten da rumfummeln, wie bekloppt. Das reicht nicht. Nimm nochmal zwei oder drei. Ja, nimm reichlich. Aber das kann man gut dabei essen beim Wein, ne? Ja. Die sind lecker. Mhm. Die hat mir damals eine Arbeitskollegin, die kam aus Russland, die hat das mal zur Arbeit mitgebracht, hat gesagt, hier, probier mal. Ich fand die so geil, ich sag, wo kannst du die denn kaufen? Ja, und dann habe ich den Dealer meines Vertrauens dann kennengelernt und da habe ich sie jetzt dann mal her. Mein Zuhälter. Oh mein Gott. Der Zuhälter bin ich. Zuhälter. Okay, wir sind ja wegen Filme hier. Krabat. Ein deutscher Film mit Groß, wie heißt der? Groß, David Groß. Daniel Brühl, kennst du? Oh, der sagt mir was. Ja. Sollte dir auch was sagen. Der spielt auch bei Marvel mittlerweile ganz oft mit. Also auch amerikanisch unterwegs. Hollywood. Ja, der Film. Ich glaube, der war auch sehr alt schon. Der war so ein Mystery-Zeug. Nie geguckt. Ich mag keine deutschen Filme, das ist mein Problem. Ich auch nicht. Tatsächlich wenige deutsche Filme, ja. Du magst aber Ben Barek, wie heißt der? Ben Barek? Ja, hier ist ein Barek. Ja, den magst du, ne? Ja, ja. Der Sixpack, ja. Naja. Oh. Männer mit Sixpack haben es einfach im Leben. Flug 93. Sagt der Flug 93 dir was? Womit könnte er was zu tun haben? Mit einem Flugzeug. Richtig. Naja, das war 2001, dieses, auf diese Towers. 11. September. Ja, genau. Und da geht es um das Flugzeug, was eigentlich da, glaube ich, im Weißen Haus rein sollte oder so. Ja, es gab ja mehrere Flugzeuge, die entführt worden sind und die irgendwo reinrasen sollten. Und das war eins davon und das ist die Geschichte von einem anderen Flugzeug. Morgen ist der 11. September. Haben wir morgen den 11. September? Ja. Ah, scheiße. 11. September, das war lustig. Nee, das war nicht lustig. Nein, das war nicht lustig. Ich war mit meiner Freundin im Kino. Ja. Und wir haben irgendwie. Wir kamen nach Hause, wir haben ja nichts davon mitgekriegt. Ja. Wir kamen nach Hause und ich dachte, was ist das denn für ein Blödsinn hier heute? Und dann haben wir es erst gecheckt. Wir haben uns gewundert, was so. Ich dachte, was mit dem Strahl. Irgendwas war. Und irgendwas war auf dem Rückweg schon sehr komisch. Und als wir dann den Fernseher anmachen, kamen überall diese ganzen Nachrichten. Ich sag, was ist denn passiert, als wir im Kino waren? Ja.
11. September, ich glaube, ja. Jeder weiß, wer, was man am 11. September, was er gemacht hat. Ich glaube, jeder ja, weiß das noch. Tatsächlich. Ja. Fragst du immer, was er am 11. September ja. gemacht hat und jeder kann dir eine Antwort geben. Das ist wirklich, das war an dem Tag echt, ja. nicht lustig, aber ja. es war... Ich war damals mit von meiner Bekannten, damals mit ihren Eltern essen. Ich weiß es noch, wie heute, wie morgen. Also ich weiß aber es ich noch. Weiß nicht mehr, welchen Film. Ich weiß nur 2001, das... Kann ich dir jetzt auf Anhieb nicht sagen. Ja. Ich schätze mal gerne. Warte, guck, rede mal weiter. Guck mal kurz in der Kamera, ob noch alles okay ist. Ja, ja, sieht gut aus. Ton ist an, Kamera läuft. Danke. Ja, du siehst gut aus. 66, 67. Ja. Fairplay. Fairplay ist, glaube ich, so ein Fußballding. Hooligans. Hooligans und sowas, ja. Das ist in England ja sehr extrem mit den Hooligans und da gibt es mehrere, viele Filme von Hooligans in England. Das soll es wohl ganz schlimm sein. Aber Engländer halt, ne? Ich mag Engländer, aber darf ich auch nicht sagen, wenn jetzt zum Beispiel Alex das sieht. Ja, eben, die sind Engländer halt, sind perfekt. Ich mag Engländer. Die sind halt anders. Sind halt anders, ne? Sind, ja, aber die sind cool. Die sind cool, ja. Die Deutschen sind ein bisschen verklemmt, die Engländer mit machen... Mit denen kannst du feiern. Ja, kannst du feiern. Good night, listener. Was sagt denn Jenny? Mach's gut, oder? Oder? Schreibt mal in die Kommentare. Soll die öfters kommen, dann Daumen hoch. Sonst. Okay, wir machen weiter. Robin Williams. Oh. Robin Williams ist gut. War gut. Oh, war gut. Der war gut. Ja. Robin... Jumanji... Oh, die, Mrs. Ja. Downfire. Der hat echt gut Filme gemacht. Patch Adams, ja. Hook! Kennst du Hook von ihm? Ja. Ah, fand ich sogar als älteren Peter Pan. Ja, der Film sagt mir jetzt nichts. Aber Robin Williams ist immer gut, oder? Ist ein geiler Schauspieler. Er hat später in seinen späteren Rollen sehr viele Thrillers gespielt. Hat er so, damals hat er mehr so diese Komödien gemacht hier. Ne? Und dann hat er irgendwann immer war der so richtiger geiler Schauspieler. Mhm. Schade, dass er keinen Oscar bekommen hat. Hätte ihn dann gegönnt. Ich hab ganz tief gefühlt. Was hast du tief gefühlt? Was hast du tief gefühlt? Die Box! Also. Tina Turner! Ja, Tina Turner! Simply the best. Simply the best. Die dürfen hier nicht singen. Aber. Wolltest du singen, aber wir dürfen hier nicht singen. Warum dürfen wir nicht singen? Nee, dann kriege ich eine Verwarnung von YouTube. Wir dürfen. Nein! Ja, wirklich. Auch wenn du schlecht singst, darf es nicht passieren. Echt? Ja, aber ich darf in mir singen. Was du, ich kann. Ich weiß nicht, was du in dir spürst, singst oder machst, ist das zu machen, was du willst. Dein Körper. Okay. Ja. Hast du eigentlich jetzt so viel Wein auf, dass du deine kurze Hose jetzt zeigst? Ich mal gucken, ob ich es noch schaffe. Nein. Zum Ende des Videos hin. Die ist nicht kurz. Dann ist machst, normal. Du den, machst du einmal die Jennifer Lopez. Nein. Ja. Okay. Also, Tina Turner fand's gut? Ja. Nein, habe ich nicht geguckt. Nee, das ist ein Dings, das ist ein Konzert. Ja, habe ich aber trotzdem nicht geguckt. Nein, aber Tina Turner, ob die... Ja, ja, die ist super. Ja, Powerfrau. Auch mittlerweile ja auch von uns gegangen. Ja. Ich darf, sonst singe ich innerlich. Ja, du darfst innerlich singen, ja. Ja, du darfst hier krümmeln, wie du willst, das ist... Wir machen die ganze Box, ne? Weißt wir du, machen wie viele Boxen... Ich weiß nicht, ob wir die ganze Box machen. Wir gucken mal rein, wir schaffen die ganze Box. Der packt. Der packt. So, Kommentar. Was? Siehst du das Sixpack, sag mal. Wieso haben wir denn nur Filme für Frauen hier drin? Wir haben doch keine schöne, also, ne? Stimmt, da waren keine hübsche Frauen. Nee, wir haben jetzt, der Packt ist, es sieht gar nicht schlecht aus. So ein bisschen Mystery, ne? Bisschen Horror. Sieht aus wie ein Horrorfilm aus, ne? Aber das macht nichts. Solange du nicht rumrülpst. Nein. Frauen rülpsen nicht. Und pupsen nicht. Pupsen nicht. Frauen haben auch keinen Stuhlgang. Okay. Nur weil etwas nicht lebt, muss es nicht tot sein. Steht da. Steht da. Das heißt nichts. Nur weil etwas nicht lebt, muss es nicht tot sein. Heißt nichts. Nein. Ja, von den Machern von Saw ist ein Horrorfilm ein Wort und du bist tot. Okay. Ja, das weiß ich. Nee. Das wollen wir gar nicht wissen. Nee. Oh! Big Bang Theory. Oh, das ist cool. Magst du? Big Bang? Ja. Habe ich auch. Alle Staffeln geguckt?
Oder guckst du die immer nur, wenn sie auf ProSieben und Dauerschleife läuft? Ich hab anfangs ganz alles fast geguckt, aber nachher nicht mehr alles. Nee, okay. Ja, fand ich richtig geil. Ich gucke auch diese Spin-off-Serie Young Sheldon sehr gerne. Nee, muss man auch nicht. Aber ich fand die Serie gut. Auf jeden Fall. Hat was. Ja, ich mag sie. Mhm. Ach Gott. Übrigens, ich muss halt kurz was erzählen. Warte, erzählen. Eben Neuigkeiten, neue News. Two and a Half Men, weil Jack Lohr hat ja auch danach Big Bang Series gemacht. Und wir haben jetzt den 10. September und Jack Lohr und Charlie Sheen machen wieder eine Serie zusammen nach Two and a Half Men. Die haben sich wieder vertragen. Breaking News hier. Okay. Was kommt jetzt? Was ist das? Was ist das denn? Drugs. Was ist das? Okay. Du hast den Mund voll. Fashion for Fashion Diamonds. Okay. Ja, das ist ein sehr schlechter gemachter Computer. Er ist auf jeden Fall noch neu verpackt. Ja. Können wir das mal aufmachen? Müssen wir nicht. Ich glaube, der wird auch niemals geöffnet im Leben. Oder? Wenn du das jetzt siehst, würdest du jetzt sagen, boah, da habe ich jetzt voll Bock drauf, diesen Film zu gucken. Nein. Selbst wenn du ein Kind wärst, nein. Ne? Guckt euch das mal an. Das sieht schon scheiße einfach aus. Und das Ganze geht sogar noch ganze 70 Minuten. Ja, stell dir mal vor, guckst du jetzt 70 Minuten so eine Kacke an. Dann bist du doch bekloppt bei, oder? Da wollen wir nicht gucken, sowas. Ja. Hat auf sich keiner getraut. Nein. Butterfly-Effekt. Sagt ihr was? Edge and Catcher? Sagt ihr aber was, ne? Die wilden 70er. Ey Mann, wo ist mein Auto? Ja! Ja. Ja, ein Catcher sagt mir das. Ja. Also ein Zeitreisenfilm und richtig geil, der Film. Da gibt es sogar drei Fortsetzungen, die waren alle drei richtig geil. Butterfly Effect ist ein richtig geiler Film. Wenn ihr Butterfly Effect, wenn ihr so auf Zeitreisen Zeug steht, guckt euch Butterfly Effect an mit Action Catcher. Richtig geil. In zweiten Teil sogar Erika Durenz spielt sie mit. Die kennt man aus Smallville. Kennst du Smallville? Die Superman-Serie. Ja. Richtig nice. Okay. Kleine Infos. Devil. Einer der guten Filme von Shyamala. Shyamala, das ist der Regisseur von The Sixth Sense, The Village, Old, die auf Inseln sind, auf einmal alt werden, in Sekundentakt. Ja, der hat jetzt auch scheiß Filme gedreht und das war einer der guten Filme. The Sixth Sense kennst du mit Bruce Willis? Ja. Easy Tote Menschen? Ja. Ja, ja, genau. Ja. Guter Film. Spielt nur im Fahrstuhl, aber sind so ein paar Leute im Fahrstuhl, die bleiben stecken und einer von denen ist der Teufel. Und keiner weiß, wer es ist und dann stirbt einer nach dem anderen und irgendwann findet man heraus, wer der Teufel ist. Das ist ein richtig geiles Kammerspiel. Guck hin, Leute. Blind. Okay, blind. Oh. Ja, man merkt ja, der Alkohol schlägt an. Klang der Stille. Das passt, mach nochmal. Oh, er war geplant. Er war geplant. Klang der Stille. Ah, das war... Wir haben ein Skript, wir haben das voll gescriptet hier. Mit Ed Harris und Diane Krüger. Ja. Sieht ein bisschen nach Beethoven aus. Beethoven, ist das ein Beethoven-Film? Steht da was? Oder Mozart? Beethoven. Beethoven, ja. Beethoven-Film. Ja. Ja, weg. Nächsten. Muss ich nochmal ganz tief fühlen. Ja. Oh. Ja. Ah, okay. Das kann ich nicht aussprechen. Kannst du das aussprechen? Anatevka. Anatevka, okay, ja, ich kann sehr gut. So viele Sprachen. Ja. Kannst du mehr als Deutsch? Ich kann nur Deutsch und das ist sehr schlecht. Ja, ich kann mehr als Deutsch. ich kann jetzt einen typischen Witz machen. Ja, ich kann Französisch, aber... Selbst Französisch kann ich schlecht. Ich mach mehr einen auf Chinesen dann. Oh, also sagt uns beiden nichts, ne? Nein, das ist ein Geigenfilm oder so. Das ist ein Geigenfilm. Ja, das ist ein Geigen. Das ist eine Geige und da ist es auch eine Geige. Ist ein Geigenfilm. Ein Geigen. Geiler Geigenfilm. Mit Galgenhumor. Komm mal. Ein Geigenfilm. Was auch immer sie macht.
Zungenbrecher. Ein geiler Geigenfilm mit Galgenhumor. Das ist doch geil, oder? Ja. Yeah. Ganz schnell so ausgedacht hier. The Bone Eater. The Bone Eater. Ja, ein Horrorfilm. Born, heißt das nicht verbuddelt? Knochen. Es gibt ja The Bones, hier die Serie. The Bone Eater. Knochenesser. Also Knochen. Fresser, ja. Wer Knochen mag, ne? Mich nagt nicht gerne an Knochen, aber. Okay. Okay. Mitgefühl. Mitgefühl, bitte. Aber bis jetzt war jetzt noch kein großer Highlight dabei. Ne? Nee. Aber jetzt haben wir ein Highlight. Jetzt haben wir ein Highlight. Echt? Ja. Platoon. Ja, den kennst du. Also, hast du was von gehört? Nein. Okay. Also das ist, ist auch mehr ein Männerfilm, gebe ich ganz ehrlich zu. Ist ein Kriegsfilm, Vietnam, Platoon. Spielt, glaube ich, Charlie Sheen auch mit. Ihr wisst, Platoon braucht man nicht mehr viel zu sagen, ist ein Klassiker. Mit William Dafoe. Charlie Sheen, ja doch, Charlie Sheen, ne? Tom Becton. Okay. Okay, war immer weg, ja, zu früh. Contact. Kennst du den? Mhm. Matthew McConaughey. Contact, ja. Hat man mehr, also wenn du den Film guckst, der ist tierisch langweilig. Da kam das sagt man. Judy Foster. Ja, Catman aus. Das ist sogar eine Lesbe sogar. Ja, ich wollte es nur erwähnen. Warum, weiß ich nicht. da kam so nach der Zeit so raus nach Independence Day und dann kam Contact raus und jeder hat gedacht, ja geil, sagen wir mal so Independence in die, mit Außerirdischen und der Film ist einfach tierisch langweilig. Da passiert nichts. Nichts. Love Vegas. Ja, wieder mit Ashton Kutcher. Ja. Ja. Ja, das ist so ein Cameron Diaz, sagt ihr auch was? Ja. Und der ist so eine hübsche, ne? Das ist eine hübsche. Die hat einen schönen Mund. Ja. 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 Okay. Ah, ja, ich wollte nicht mehr. Ach Gott, was ist das denn? Jemand mit noch, die schwarze Narzisse. Ja, Black Narcissus. Oh, ist halt mit Sex? Black Narcissus. Nee. Nein. Ich glaube nein. Nein, das ist mit Non. Gibt aber auch Müll, ne? Ja, ich guck gerade mal. Es geht um eine Klosterschule. Klosterschule, ja. Ja. Da gibt es ein altes Gemäuer. Der Film macht so viel Sinn, wie Non-Busen haben. Okay. Ja, ich wollte es nur erwähnen. Ich muss den jetzt einmal loswerden. Oh, Dudu. Der Käfer hier Vollgas. Ja. Das ist so die Antwort damals. Gab es an den tollen Käfer. Kennst du den tollen Käfer? Herbie? Herbie? Ja. Und das war, glaube ich, die deutsche Antwort auf Herbie. Also muss man nicht geguckt haben. Ja, das ist das gleiche wie Herbie, nur halt, der heißt hier da Dudu und es spielt in Deutschland, es ist halt kein weißer Käfer, sondern ein oranger Käfer. Ja. Ja. Dudu halt. Was haben wir? Lavin. Katastrophenfilm. Ja. Ja. Sollte man nicht machen, ne? Wenn da Wien da sind, da Urlaub zu machen. Der weiße Tod. Hey. Magst du Katastrophenfilme? Ja. Ja, ich mag's auch. Ja. Oh, da gibt's einen wegen. Maybe? Darf man das sagen? Ja, klar. 13 Leben. Ich glaube, so hieß der, 13 Leben. Super geiler Film. Mit Will Smith? Nein. Da geht's um diese. Oh, wo war denn das? Da ist auf jeden Fall ein. Lange Regen und es ging um eine Fußballmannschaft von Kindern, die in einem, was war denn das? So ein in einer Höhle, den musst du gucken, ja. In einer Höhle verschollen sind. Und der ist wirklich, wie gesagt, der ist wirklich passiert. Ja.
Und da geht es darum, diese Mannschaft da wieder rauszuholen. Ja. Die Höhle war komplett unter Wasser und die Kinder waren, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Tage, oh, ich glaube, das hat sich fast einen ganzen Monat hingezogen. Meine Kinder, letzten Endes, bis sie den, ich sag nicht, ja. 13 Leben, super toller Film. 13 Leben, ja. Ich habe schon gehört. Musst du gucken, den ja. musst du gucken. Ich ja. habe den dreimal geguckt. Dreimal sogar? Ja. Richtig geil. Ich habe von dem Film, ich wusste nicht, dass das verfilmt worden ist. Ich habe das damals am Fernsehen mitgekriegt. Ja, aber dann weißt du, wie, dann weißt du ja das Ende. Aber ich kann eben, was, dann weißt du ja, was letzten Endes, ob die überlebt haben oder nicht. Ich weiß es nicht mehr. Nicht? Dann guck den Film an. Ich hoffe, es waren happy. Ich weiß es nicht. Also, wer den Film nicht gesehen hat, Bitte spoiler nicht. Ich gucke ja keine Nachrichten. Tatsächlich ja. nicht. Und ich habe diesen Film geguckt und alle so, ja. Wieso habe ich alles in den Nachrichten mitgekriegt? Also, du empfiehlst den Film auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und alleine die Art und Weise, die haben dort Taucher gehabt, die dorthin gekommen sind. Und alleine die Art und Weise, wie die Menschen dort rausholen wollten, war schon krass. Also, ich musste in diesem Moment, als das gesagt wurde. Wurde nicht sogar noch extra Tunnel irgendwie gebaut und sowas? Nein. Okay. Aber als sie das gesagt haben, wie, dann war ich erstmal kurz am Schlucken und musste überlegen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Ach, krass. Okay, 13 Leben. 13 Leben. Oh, ja, okay. Ich wusste nicht, dass es den Film überhaupt gibt. Ich kenne die Geschichte, ja, aber. Das ist geil. Klick. Klick. Den Film solltest du gucken, der ist richtig geil. Kennst du sogar? Ja, natürlich. Adam Sandler. Ja. Super Schauspieler. Endlich mal jemand, der sagt, dass Adam Sandler ein guter Schauspieler ist. Ich sage das jedes Mal, dass Adam Sandler ein guter Schauspieler ist. Ja, ist der. Der ist ein super Schauspieler und der hat auch immer irgendwelche Leute mit eingebracht in seinen Film. Immer die gleichen, ne? Ja. Adam Sandler ist geil. Der spult ja mal sein Leben vor. Ja. Klick, Adam Sandler. Ich mag sie. Die mag Adam Sandler. Oh, du bist süß. Ja, oh ja, oh ja. Das war was Besonderes. Ja, das ist jetzt ja. Jetzt? Oh, vorher war okay, aber jetzt bist du, ja, perfekt. Oh. Lucky One. Ja. Ah. Oh, Zac Efron. Alter, der ist selber noch jung, ne? Oh. Tja. Mhm. Warum gibt es solche Menschen? Wie können Menschen so gut aussehen? Das ist nicht gerecht. Das ist nicht gerecht. Ja. Wir werden dadurch echt wie Normalitäten-Leute. Die normalen Leute werden damit echt in eine Ecke gedrängt. Das finde ich nicht gut. Da sollte es Gesetze zu geben. Also lieber Gott, warum? Guck da bei jedem Menschen einmal hin, bevor du die machst. Ja. Warum dann nicht jeden Menschen, kannst du nicht solche Menschen und dann einmal wie mich dahin packen? Was ist denn das? Ach, du hast von dir geredet. Dann ja. Jetzt bin ich beruhigt. Ja. Okay, war gerade schon am Überlegen. Nein, du, das ist ja. Mhm. Okay. Tödliche Mann. Okay. Sagt mir nichts. Da spielt die Frau mit von Michael Douglas, Katharina Zeta-Jones, die mittlerweile auch keinen Film mehr dreht gefühlt. Und Kai Pierce. Kai Pierce hat den größten Flop aller Zeiten gedreht. Das war, glaube ich, John Carter. Ich weiß sehr viel. Walt Disney Film, ja. Nee, Quatsch. Kai Pierce hat Dings gespielt. Time Machine hat er gemacht. Ist doch egal. Weg. Kenn den Film nicht. Tödliche Magie hört sich schon langweilig an. Das ist mal ein Cover für mich. Ich nehm schon noch. Wir wollten einfach nur zeigen. Sie holt schon die zweite Flasche. Sie hat mir gerade was anvertraut. Und gesagt, kannst du nicht die Kamera laufen lassen? Ich kann die Kamera hinter den Kulissen behind the scenes. Scheiße, jetzt habe ich gelaufen. Nein!